Hallo, ich bin Kim Jansen, Produktmanager bei der Comline und ich möchte euch heute ein Produkt der Firma Elgato näher bringen, um genauer zu sein, das Avea Bulb. Das habe ich hier schon mal aufgebaut. Das Avea Bulb ist eine smartphone-taugliche Glühbirne, die ich in jede handelsübliche E27er-Fassung reindrehen kann, um halt eben diese Lampe intelligent zu machen und um natürlich auch verschiedene Stimmungslichter zu aktivieren, um mein Zuhause in Szene zu setzen. Wer vorab sehen möchte, wie das Ganze funktioniert, kann dies tun. Elgato hat eine sehr schöne Internetseite gemacht. Wir sehen das hier. Wir nehmen an, wir haben diese beiden Birnen jetzt hier in unser Wohnzimmer eingebaut und dann kann ich hier quasi über das Telefon quasi schon mal sehen, okay, in welche Richtung zielt das Ganze ab. Wie man jetzt dahin kommt, das zeige ich euch jetzt. Dazu habe ich eine Birne schon mal eingedreht, hier unten in die Fassung. Die deaktivieren wir jetzt einmal ganz kurz, damit wir halt eben die Schritte auch so machen, wie man das gewohnt ist. Und ich würde jetzt einmal den Bildschirm teilen mit euch, damit ihr sehen könnt, was ich hier genau mache. Dazu aktiviere ich einmal das Apple TV mit dem AirPlay Mode und übergebe einmal die Bildschirmsynchronisation. 6, 5, 2, 8. Okay. Und da sind wir auch schon. Also zunächst mal muss ich die Avea App runterladen aus dem App Store. Ganz normal oben in die Suche Elgato Avea eingeben. Und ich habe das schon gemacht, deswegen kann ich die direkt hier mal öffnen. So, jetzt findet er die eine Lampe natürlich nicht, weil ich die gerade deaktiviert habe. Die lösche ich jetzt mal, damit ihr auch sehen könnt, wie das Ganze funktioniert. So sieht die App aus. Also im Grundmodus habe ich hier quasi die verschiedenen Szenen, die ich aktivieren kann. Damit ich aber erstmal so eine Szene aktivieren kann, muss ich die Lampe erstmal hinzufügen. Das heißt, ich habe hier Lampe hinzufügen, da gehe ich einmal drauf. Und jetzt sagt quasi die App auch schon, ich müsste einmal nur die Lampe ein- und ausschalten. Das machen wir jetzt einmal ganz kurz. So, machen wir die einmal ein. Und zack, hat er die auch schon gefunden. Das ist der ganze Kopplungsprozess. Super einfach in der Handhabung. Und da haben sich ein paar schlaue Köpfe was einfallen lassen, weil es wirklich super einfach ist. So, jetzt ist die ganze Lampe schon gekoppelt und wir zoomen jetzt noch mal ein Stück raus, damit ich euch die Lampen hier zeigen kann, wie die sich jeweils verändern und wie genau die Bedienung auch läuft. Im Porträtmodus habe ich halt eben hier meine Birnen, also die Avea Flare, die oben steht, und die Avea Bulb unten. Und jetzt kann ich hier durch Swipen quasi die jeweiligen Szenen aktivieren und halt eben auch die Lampen einstellen. Also man sieht jetzt, wie der Farbwechsel durchgeführt wird. Ein- und ausschalten kann ich die auch hier oben in der App, indem ich hier einmal den Ausknopf drücke. Aber was halt eben auch sehr, sehr komfortabel ist, ist das Widget, das Elgato geschrieben hat. Dann, wenn ich jetzt das Tablet gerade eingeschaltet habe, ich befinde mich im Home-Mode und ich möchte meine Lampen vom Wohnzimmer aus jetzt einfach nur einschalten, ohne in die App reinzugehen oder so, dann ziehe ich das einmal runter, schalte die aus, schalte sie ein und habe hier die fünf obersten in der Reihenfolge, die ich dann selbst natürlich hin und her schieben kann, wie ich das möchte, die ich dann auswählen kann. Also ich kann jetzt zum Beispiel hier sagen, ich gehe jetzt mal auf das Stimmungslicht und schon ändern sich hier gleich die Farben. Das war das Avea Bulb. Vielen Dank.